Hallo, es geht weiter mit Monster Hunter World. Ich habe eigentlich gesagt, dass die nächste Folge ein Stream ist. Ah, ich streame erst ein bisschen später. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Storytalk hier weiter. Rede mit dem Kommandanten müssen wir. Also wir sind ja noch gar nicht wirklich weit darum. Ja. Gehen wir erstmal zum Kommandanten und der sagt uns dann, dass wir ein Kacknoob sind. Schauen wir mal, was wir jetzt machen müssen. Hey du! Oh, hey du Kommandant. Hast du gut gemacht. Gute Arbeit mit dem Lager. Ich wusste, dass du das schaffen würdest. Und jetzt sind wir endlich bereit. In Ordnung, Jägerin, die Puki-Puki-Jagd kann beginnen. Sobald du das Monster gejagt hast, können die Gelehrten sich die Hinweise ansehen, die du gefunden hast. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es für die Kommission ist, den Puki-Puki zu besiegen. Dies könnte unsere Chance sein. Okay. Viel Glück und sei vorsichtig. Ha. Na gut, es war jetzt nicht sehr viel Story. Ich sterbe übrigens manchmal, ich muss husten, voll schlimm. Genau, jetzt wo Monster Hunter World da ist, muss ich voll viel husten, was voll böse ist. Auf jeden Fall nehme ich jetzt gleich mal die Quest an, aber ich weiß nicht, ob man es schon bemerkt hat. Hier ist aber noch jemand anders dabei. Oh mein Gott! Wer ist da? Marcy? Bist du das? Hallo! Ja, ich bin da! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir wollten mal testen, zusammen zu spielen, weil... Ja. Der Marcy ist ja noch ein Anfänger und wir als Monster Hunter Veteran... Und wir als Veteran müssen ihm dann natürlich beibringen, wie das Spiel funktioniert. Ja. Aber er ist weiter als wir, was gar nicht geht. Das ist gar nicht. So. Ja gut, ich habe heute auch 5 Stunden gestreamt, ne? Oh ja. Das stimmt. So, ich habe jetzt mal... Ja, Quest annehmen. Ich habe jetzt mal die Quest angenommen und habe 2 Leute eingestellt. Kann ich jetzt noch was machen? Nee, warte. Du musst auf Option... Du bist doch schon im gleichen Raum drin, du musst nur mit der Tussi reden und dann Quest beitreten drücken. Stimmt. Und währenddessen kann ich hier kurz zur Kantine was essen. So, mit Geld bitte. Ich hab zu wenig. Ah, hier. Ja. Ich bin jetzt drin. Cool. Ich muss jetzt drin sein. So, was habe ich denn für Futter? Ja, ich nehme einfach das. So, ich esse kurz was. Kannst du überspringen? Achso, stimmt, ich könnte ja auch was essen, ne? Ja, das ist. Eigentlich hast du es eigentlich bei dem einen da nicht gemacht. Doch, ich hab's sogar auch schon probiert. Mit Geld bezahlen, dann nehme ich doch mal den Jägergericht. Ja, notfalls kann man sogar in der Quest essen, also das ist eigentlich nicht so schlimm. So, da sieht man schon, der Marcy ist dabei. Er ist auch gerade noch in der Vorbereitung. Es lädt wahrscheinlich bei ihm noch, weil es gerade erst angenommen hat. Ja, aber ich. So. Der Marcy hat übrigens Chargeblade gespielt, was eine ziemlich schreckliche Waffe für einen Anfänger ist, weil die sehr kompliziert ist für Anfänger. Sah gut aus. Ich hab gedacht, Alter, das ist eine geile Waffe. Ja, die ist auch sehr cool, wenn man sie kann. Ja, wenn man sie kann, ja. Das ist schon richtig. Ja, aber jetzt hat er Großschwert, das ist ein bisschen einfacher. Haut aber trotzdem sehr gut rein. Eigentlich ist jede Waffe bereit gut. Zum Aufbruch. Ich bin bereit. Sehr schön. Fahr die Taste. Genau. Aufbrechen! Ja! Jetzt vernichten wir den Poké. So, okay, das wird wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge, weil danach nehme ich mit Marcy noch zusammen auf und dann nimmt er auch auf. Oder nimmst du gerade auf? Ich nehme nicht auf. Okay, ich gut. Wusste jetzt nicht, ich hätte sonst aufgenommen. Nein, du hast es ja schon gemacht. Danach nehmen wir noch eine Folge auf, wo wir den nicht spoilern, nicht spoilern. Also, ja. Was? Ich spoilere aber nicht. Nein, ich meine die nächste Quest, wo wir dann das machen. Achso, ich wollte nur was zum Poké Poké sagen. Ja, Poké, ja. Der spuckt ziemlich viel Gift, hab ich gemerkt. Ja, ich habe ihn in der Beta schon öfters bekämpft. Ah, ja. Die Kiste hier ist voll cool. Weil es hier so viele Sachen gibt, weil wir online spielen. Aber ich glaube, dafür sind die Gegner jetzt noch stärker. Okay. So, gut, dann suchen wir mal den. Den Rotkern haben will. Ich will die Kerne einsammeln. Ach, du bist jetzt gerade woanders, glaube ich. Ich bin im anderen Lager. Nee, warte, ich komm zu dir. Okay. Du bist nämlich gerade richtig. Marcy, dann müssen wir auch in der Nähe hin. Jetzt sehen wir uns, schau mal. Hallo. Bin ich nicht toll? Alter, dein Pico Thermikas. Ja, ich wollte nicht jemanden nehmen, der das Spiel schon hat. Oder der das Spiel sich holt hier auf der PlayStation, weil der spielt ja dann mit uns. Darum habe ich Tumnus genommen und der kann ja leider nicht mitspielen. Da ist die Frage, wo müssen wir denn hin? Müssen wir nach unten? Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Wir müssen hier runter. Okay, dann gehe ich von oben nach. Ah, ich weiß ja, ich weiß ungefähr das Gebiet, wo es ist. Hier regnet es, einfach regnet es hier. Stimmt, wir müssen dahin, wo schon. Hier sind Fußspuren. Du musst da hoch. Ja. Hoch, du bist richtig. Sehen schon. Ja, ich komme.
Ah. Hui, ja. Und da schreit er. Also gut, ich habe keine Ahnung, ob die Audio... Ich glaube, ich muss dich gleich noch ein bisschen lauter machen, weil die Audio sehr laut ist. Oh, der hat mich geleckt. Oh, der macht Schaden. Ah, shit. Ja, der hat richtig viel Schaden gemacht. Das Schlimme an ihm ist, es ist ein Gift. Das nervt richtig. Oh, ich sterbe, ich bitte. So. Währenddessen ich jetzt noch den nächsten Trank nehme, mache ich dich kurz kleines. Ich kann ja mal, wie heißt, also mein Pico-Dings, diese Katze, heißt bei mir ja Blaze. Ja. Ich habe ja mal nach überlegt. Und dann ist mir heute in den Gästen so eingefallen, den Namen. Ich habe ja immer so Schwierigkeiten bei Namen geben. Mhm. Und Blaze fand ich richtig gut. Und auch die, ich habe erstmal lange viel gebraucht, um die Katze zu, also dieses Pico-Ding da zu erstellen. Weil das doch ziemlich lange gedauert hat. Palico, den habe ich sehr schnell gemacht. Genau. Ich habe beim Charakter sehr lange gebraucht. Ich habe 10 Minuten gebraucht für den. Nee, ich habe bei dem Pico länger gebraucht. Bei dem Palico. Ja. Nicht bei dem Pico, sondern Palico. Bei dem Palico habe ich echt lange gebraucht. Aber ich bin gerade sehr stolz drauf, wie ich den erstellt habe. Find ich sehr ziemlich schön. Cool. Ja, die Katzen sind auch ganz cool, die Palicos. Ja. So. Oh! Der Anjanav, das ist vielleicht uncool. Ja, der kann ihn ein, zwei Stellen zerstören, ne? Ja, stimmt, eigentlich kann er ja für uns kämpfen, was er vielleicht auch macht. Ich schieß so lange Steine auf den Poké. Oh Gott, oh Gott. Oh, okay, der macht nichts. Der Anjanav, der will auch nicht, der ist irgendwie ein bisschen kaputt im Kopf. Oh, der will mich? Warum ich, du Drecksack? Halt mir Ruhe! Ja, er hat mich auch schon zwei, drei Mal getötet heute. Der Anjanav? Ja. Ja, Vorsicht, der macht sehr viel Schaden, denke ich mal. Der macht richtig viel Schaden. Vor allem, ich habe meine Ausrüstung fast nicht verbessert, meine normale Rüstung. Okay, ja, er haut aber jetzt kann ich da auch hoch. Und er spuckt Gift bitte nicht. Oh, der ist mit. Er springt einfach mit. Hä, hey, wo ist denn der blöde Vogel hin? Ist er hier unten? Nee, du musst hinter mir her. Und zwar schnell, sonst bist du gleich tot. Ich weiß gar nicht, wo du lang bist. Ja, hinter dir. Hier lang. Ja. Ich muss noch ein bisschen mit dem neuen, mit der neuen Karte und dem ganzen klarkommen. Oh mein Gott, der Jakas ist dabei. Ah gut, der ist ja easy. Ja. Der geht so schnell down hoch. Weißt du was? Weil ich so lange vorhin gemacht habe, vielleicht jag ich jetzt erstmal den. Sollen wir erstmal den Chakras kaputt jagen? Können wir auch machen, aber ich meine, mir ist egal. Wenn ich ehrlich bin. Ja, nee, das lass mal. Wir wollen ja noch eine Quest bei dir machen, sonst wird es so spät. Ja, schnell hier hoch. Oh. Ist dein Schweif eigentlich schon wach? Ich weiß es nicht. Hallo. Pow! Meine Katze ist vergiftet. Und wie gefällt dir bisher das Großschwert? Sehr gut, ich mach guten Damage. Sehr gut. Ja, ich bin gerade sehr vergiftet, das ist mir gerade ein. Vorsicht vor dem. Ich bin auf ihn drauf, er kann nichts, ich stachel ihn kaputt. Okay. Ah ja. Was wackelt der eigentlich so dämlich rum hier? Er denkt, er kann von mir weg. Ach, ich bin noch drauf. Oh, ich dachte, ich wäre runtergeflogen. Ich hab dich gesehen, da dachte ich, das wäre ich. Nein. Okay. Gut, dann gebe ich ihm die jetzt voll. Eins. Oh. Zwei. Drei. Boom. So, und jetzt. Pow. Hoho. Und erstmal schärfen. Ah ja, Marcy, was du sehr oft vergisst, ist mir in deinem Stream aufgefallen, zu schärfen. Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen, selber aufgefallen, aber ich bin, ja. Ich bin so konzentriert auf das Monster, dass ich meistens selbst vergesse zu schärfen. Ja, deshalb ist Großschwert auch noch perfekt für dich, weil da muss man weniger schärfen, weil die so eher weniger angreifen. Jo. Au. Und Rexach. Ah, toll. Dreckswind. Warum habe ich einen Trank genommen, ich Depp? Ich habe erste Hilfe. Oh. Ey, da ist der Chakraf. Jetzt kann man den doch killen. Der ist ja super easy. Der müsste ja paar Sekunden down sein, oder nicht? Ich habe gar keine Musik von dem.
Der läuft einfach normal weiter. Ohne Musik. Oh Mann. So, der Marcel hämmert auch schön auf seine Tasten. Alle am Hämmern, ja. Finde ich gut. Und BAU! Sein Gesicht ist einfach explodiert. Oh, Musik. So. Komm schon. Oh, manchmal gehe ich irgendwie auf den Kopf von den Gegner drauf. Manchmal aber nicht. Egal. Ich finde die Waffe auch ziemlich einfach, wenn ich sagen muss, im Weg macht den Damage. Richtig. Du hast noch so einen super, also so einen super starken Angriff, den muss ich dir noch beibringen. Aber sonst ist eigentlich ganz cool. Oh. Also du hast einen noch stärkeren Angriff, von dem ich dir noch nicht mal was erzählt habe, ja? Freu dich drauf. Ah. Oh, die Katzen sind super gut im Heilen. Die heilen super viel. Jo. Und der humpelt, oder? Ich habe schon mal gegen so einen Großchagas gekämpft, im freien Modus, keine Quest. Und dann ist er einfach in so ein komisches Loch abgehauen. Ich konnt ihn nicht finden, der war einfach weg. Der war auch von der Karte weg. Dieser Drecksack, ja? Nicht weggelassen. Und er humpelt nicht, okay. So. Hallo, Chakras. Boah, man hat auch unendlich Wettsteine. Normalerweise hat man nicht unendlich. Also in anderen Mazada-Spielen. Was voll nice ist. So, Marcy ist am Konzentrieren. Ja. Ich muss hier aber auch gleich wieder heilen. Oh, bra, bra. Pow! Oh. Und auf seinem Kopf! Ich glaube nicht, dass er noch lange überlebt. Er müsste eigentlich kurz vorm Humpeln sein, wenn er nicht sogar schon humpelt. Ich hätte gern ein paar Teile von dem. Du kannst die Sachen, glaube ich, auch gebrauchen, weil du kannst deine Waffen fast verbessern dann. Okay. Oh, wow. Oh, Elite. Oh, jetzt bin ich auf ihn drauf. Ist er tot? Er ist tot. Oh, jetzt schon. Ja, ich sag schon. Ich wollte noch 3-4 Mal raufhauen, aber okay. So. Ich habe Marcel, ein kleiner Tipp. Du hast bei dem einen Gegner mal den Schweif abgehackt. Du kannst den Schweif auch ausbeuten. Ja, ich weiß, bei den Baros oder wie das. Ja, du kannst den Schweif auch ausbeuten. Und da kriegst du dann Materialien. Okay, jetzt haben wir den schon mal erledigt. Nicht vergessen zu schärfen. Ja, mach ich jetzt. So, der... Oh, der ist sogar in die Richtung. Okay. Schleuderfackel, oh, haben wir. So, her damit. Schleudermunition, die kann man auswählen. Ne, doch nicht. Keine Ahnung. Die existiert halt einfach. Also wir müssen hier lang, oder? Ja, wo ist er denn? Warte, wir sind doof, wir sind schon längst vorbeigerannt. Ich habe nicht aufgepasst. Auf der Karte ist er in die Richtung. Sei denn, er hat sich kurzzeitig teleportiert. Und auch ein kleiner Tipp, oben links deine Ausdauer, die solltest du nicht zu weit leer gehen lassen, weil wenn die rot wird, dann kannst du dich nicht mehr so toll bewegen. Ich hab's gemerkt. Oh ja. Heute im Stream und zwar ziemlich heftig. Ich wurde einfach nur zerstört, wurde ich heute. Ist okay. Bitte den Stream nicht privat machen, du musst auch deine Failures zeigen, ja? Das gehört dazu. Ja, hab ich ja heute und zwar extrem. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Nee, das ist nicht gut. Das ist der erste Weg zur Verbesserung. Na, wie willst du dich verbessern, wenn du nicht was zu verbessern hast? Das ist doch gut. Okay, ich glaube, ich habe einen Kopf hier weg. Oh, wie viel Schaden die Steinchen machen. Aus irgendeinem Grund. Der kann aber schreien. Marcy ist noch nicht da. Er ist bei mir. Hä? Ja, ich schau mal raus. Ah, er rennt in deine Richtung. Weil ich weiß gar nicht, wo du bist, also. Ja, ich bin sofort da. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht ganz, wohin rein. Der macht komische Dinge. Was macht er denn? Hör auf, den Kreis zu rennen, du Drecksack. Oh, jetzt sehe ich komische Dinge, weil die Blumen blumig sind. Halt durch, ich bin sofort da. Bevor man mich wieder bemerkt. Die Blumen können einen. Oh. Ich kann einen unsichtbar für den Gegner machen. Bra, bra.
Oh, Giftwolken, Vorsicht. Ich bin da. Ich glaube, ich habe Essen genommen, das dafür sorgt, dass ich weniger maximales Leben habe. Nein, warte, ich glaube einfach nur mehr Ausdauer. Oh, den kann man. Sein Schweif kann man abhacken, was? Ich wusste gar nicht, dass man bei denen den Schweif abhacken kann. Ich loote ihn mal. Was habe ich bekommen für den Schweif? Mal schauen. Ein Puki Puki Schwanz. Oh. Der wär's. Oh. Schade. Okay. Oh ja! Brr, brr. Wegrennen. Was macht er denn? Er kann gar nicht mehr laufen, ne? Der Arme. Oh. Es läuft auch nur im Geist. Hey, ich habe doch gerade die Munition aufgehoben. Ich verstehe dieses Wurfding noch nicht so ganz. Also die Munition davon verstehe ich nicht so gut. Also das ist doch erstmal still stehen bleiben. Der Drecksack hier. So. Brä, brä. Toll. So, erste Hilfe futtern. So, ja, der Marcel, der lebt gerne gefährlich. Er braucht keine HP. Der weiß, er braucht keine HP. Er ist nur Puke Puke, ja. Den vernichtet er. Au. Ja, ich will nicht gefährlich. Ach. Erste Hilfe, ja. So wie sie es gehört. So. Hoi, ja. Brr, brr, brr. Und pow. Auf seinen Kopf. Oh, schade. Ah, das wäre so gut gewesen. Ah, das war nicht so gut. Warte hin! Schnell mit Stein bewerfen! Ich habe keine Steine! L2 und dann R2 auf ihn drauf. L2 und dann R2 auf ihn drauf. Wenn du Steine hast. Hab ich nicht, entscheidend. Ich habe Stechabseln. Brr. 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 Die Stechkapseln sind voll gut. Aber das hat das Spiel, glaube ich, auch einem gesagt. Hab ich noch, sind liegen hier irgendwo Steine? Rauchnuss? Kann man die schießen? Wo sind? Ah, jetzt ist er weg. Schade. Ich glaube, der ist oben, oder? Nee, der ist... Ich muss schärfen. Achso, der ist... Hab ich schon. Jo. Sehr gut, Marcy. Mhm. Ja, er lernt dazu, unser Marcy. Ist das nicht schön? So, schön Fußspuren einsammeln für Punkte. Alter, ich schwinge wie Tarzan. Oh, ja. Der schwingende Marcy. Ich dachte gerade, deine Katze hat ein DS oder sowas. Wie? Ja, weil die Tasche von ihm so geleuchtet hat. Was macht der denn? Ja, als ob in dem PS4-Spiel. Im DS, genau. Fällt mir gerade so auf, das ist ja nicht mehr Nintendo. Das ist ja ein... Jetzt auf einen blöden Sonic-Kajole. Kann er mal aufhören? Ich will mal schauen, ob ich ihn runterhaue mit dem Stein. Schade. Sehr gut gewesen. Verdammt nochmal. Mein Hals, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, warte. Oh, das habe ich die letzte Woche die ganze Zeit gehabt. Voll schlimm hier, dabei geht's mir eigentlich ganz gut. Aber das ist natürlich der Monster Hunter Fluch. Ja. Wenn wir Monster Hunter aufnehmen, dann passiert sowas. Da oben, der kommt nicht weg, der will jetzt pennen oder so. Als ob der jetzt pennen darf. Eins. Hat uns nicht gefragt. Drei. Oh. Nein! Jetzt hüpft er runter, der Drecksack. Ich bin voll runtergeflogen. Oh, schade. Sehr gut. Oh Mann. Oh, ich bin verwirrt, was? Du bist verwirrt? Ich hab dich. So, gegengefroren. Katze hat mich auch noch geheilt dazu, sehr schön. Und Marcy vernichtet den Gegner nebenher. Oh Gott, ich bin vergiftet, ja. Was macht er denn? Bin ich vergiftet? Nein, okay. Alles voller Gift, was geht ab? Oh. Oh! Jetzt! Ist so wütend, der Drecksack, so ein Loop. Hui, ich glaube, er ist nicht gewesen. Oh, schade. Ich dachte, der killt, der stimmt, das ist ja nice. Gewesen. Boom! Oh. Und da reitet er auf ihm. Einmal.
Ich bin von oben abgesprungen. Ich habe nur noch gewartet. Gib ihm auf die Fräse. Auf seine Pucke-Pucke-Fräse. Aber wo rennt er denn hin? Er rennt mit mir. Ich weiß auch nicht, wo er rennt. Ich bewerfe ihn so lange mit Steinen. Jetzt! 3. Ja, brr. Brr. Jetzt! Brr. 1, 2. Der ist voll am Arsch jetzt! Jetzt nochmal. Und nochmal. Jetzt! Ja, easy peasy! Boom. Man kann diese Animation übrigens mit Start wegmachen. Falls du dich irgendwann mal nervt. Voll nice, ja man, vernichtet! So kann man einfach. So, das ist das Schöne. Wenn man Monster noch zusammenspielt, macht schon 1000 Mal mehr Spaß und das Spiel alleine macht schon viel Spaß. Ja. So. So, nicht vergessen, hier der Schweif. Welcher Schweif? Achso. Naja. Das vergisst man gerne mal. Ja, ja, hab ich überhaupt gar nicht gesehen. So, sonst gibt's hier nichts mehr. Hier gibt's. Nö. Nichts zu sammeln, ich will sammeln. Blöde Rotkerle, die will doch keiner. Na gut. Hallo Marcy! Ja. Willst du mal was Cooles sehen, wenn wir stehen? Mal schauen, ob das hier überhaupt geht. Da ja. Stehen! Hui! Das hat schon abtöten. Oh. Den hätten wir noch ein paar Sekunden umbringen können. Ja. Quest erfüllt. Oh ja. Oh, so viele Sachen, weil wir auch noch den anderen umgebracht haben, dann kriegen wir noch mehr Sachen. Sollte man immer alles nehmen, ja, ne? Ja, immer, immer alles nehmen. Materialien immer sehr gut. Okay. So, Forschungsstufe erhöht, neuer Rekord, Palico-Stufe, Stufe 5, Gadget-Erfahrung auch hoch, überall 10.000 Sachen, Arena-Quest, niemand hält die Kommission auf, Jagdmeister, Trophäe, so viele Palico Sachen. Stufe 5. Oh, aber was? Erfahrungsstufe 5. Also, schon wer ist eine Spürnase, schon wer ist der Rodeo-Held, schon wer ist der Schleuderschütze und schon wer ist der Schleicher. Steht am Ende. Schon wieder. Ach, ist egal. Ich bin der Veteran, natürlich. Ja, natürlich. Ich muss dir auch die Vorschrift machen. Ja, kriegt. Ich sag meine Quest. Ja, eben, manche. Ja, eben. So. Schön, wie lange haben wir dafür jetzt gebraucht? Keine Ahnung. 22 Minuten, das ist doch eine schöne Zeit. Ja. Ja? Oh, Story. Ausgezeichnete Arbeit mit dem Poké-Poké. Ich wusste, dass ich die Aufgabe in die richtige Hände gegeben habe. Nur um dich auf dem Laufenden zu halten, wir sind dem Zora Magdaras jetzt dicht auf den Fersen. Ich gehe jetzt eben zum Schmied und guck mal, was, ob ich den aufbessern kann, ne? Okay. Aber wir müssen noch mehr herausfinden. Die fünfte soll die Gelehrten während ihrer Nachforschungen beschützen. Ich übergebe dir die Führung in der Wildturmödnis. Die Quest beginnt, sobald du vor Ort bist. Okay. Also, wir starten die sehr schön. Dann kann ich ja jetzt... Ja, labe. Dann kann ich ja jetzt auch mal kurz zum Schmiedi-Boy gehen, schauen, ob ich was verbessern kann. Und wenn nicht, dann beende ich mal die Folge. Ja, ach ja, übrigens, nicht vergessen, ich habe einen schönen Discord-Server für euch, genau für euch, da ich auch bald viel Monster Hunter streamen werde, ja. Alter, sieht die geil aus. Richtig. Juras Klinge 1 und hier steht blühenden Klinge 1. Den Marse interessiert es zwar nicht, aber der Marse, der ist ja auch in der Beschreibung verlinkt, wenn ich es nicht vergesse. Stream schauen wir auch nicht, ne? Ja. Ja, das weiß ich, ja. Ja, ich verlinke auch den Marse sein Twitch-Dingens, weil der streamt eher mehr. Es ist egal, welche Waffe ich verbessere. Ob ich die blühende Klinge oder die Juras Klinge. Du meinst dein Großschwert? Ja. Es kommt darauf an, in welche Richtung du gehen willst. Da haben beide andere Verbesserungen. In dem Spiel kannst du sowieso wieder zurückgehen. Du kriegst ja Geld zurück. Wenn's dir das Problem gefällt. Ist, diesen Jugas Klinge 1, da fehlt mir noch die Schafsklaue. Ja, dann mach halt das andere, wenn dir da nichts fehlt. Wow. Ja, okay, wenn du meinst, ja. Ja, klar. Easy peasy. So, ich kann nichts verbessern. Wisst ihr was? Ich
Ich schau mal kurz nach einer Rüstung. Ausrüstung schmieden, Rüstung, was gibt's denn Schönes? Es gibt hier Knochenset, Verteidigung 6. Weil wenn ich das Puki Puki Set, das sieht ganz cool aus. Hat auch überall irgendwelche Fähigkeiten. Giftangriff, Botaniker, wahrscheinlich, na, hat nichts so Tolles. Oder Kulu. Oder warum kann ich eigentlich so wenig Chakras-Zeug machen, ey? Ich habe ihn schon so oft besiegt. Boah, die weiblichen Rüstungen sehen einfach manchmal echt viel besser aus. Spaß hier, ich mache den Puki Puki Set. Muss ich noch sehr viel farmen, aber das wird mein nächstes Ziel. Ich mache auch jetzt schon mal Objektverlängerung, aber warum nicht? Kurz die Animation weg. Und ausrüsten. So wie es sich gehört. Das kann ich hier leider nichts mehr machen. Ist nicht so schlimm. Aber ich kann es noch verbessern. Ausrüstung verbessern. Wo ist meine Rüstung? Ausrüstung verbessern. Kann ich das hier nicht irgendwie sortieren? Doch, hier. Okay, da brauche ich jetzt auch noch eine Sache. Okay. So. Hier, Rüstkugel drauf. Ich kann es schon auf Stufe... So. Oder? Ich kann schon auf Stufe 4 auf die Maximalstufe tun. Boah. Boom, fast verdoppelte Verteidigung dadurch. Mach das. So. Sehr schön, gut. Ja. Würde ich sagen, das war jetzt mit der Folge. Schaut auch bei Masi vorbei. Der freut sich bestimmt auch. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.